Also ich glaube, einen Einblick zu gewinnen in die Ängste, Nöte und auch Freude von dem Durchschnittsbürger und von Freundschaft, das macht, glaube ich, Spaß zuzugucken, wie diese vier total unterschiedlichen Frauen ihre Probleme, ihr Leben, ihre Beziehungen, ihre Familien, ihre Nöte um ihren Arbeitsplatz, ihre Träume und Sehnsüchte, wie sie damit umgehen, jeder auf ihre Art und Weise. Und das hat eine gewisse Komik und auch eine Leichtigkeit. Und auf der anderen Seite gibt es eben auch ganz berührende Momente, wenn man sieht, was droht, denen jeweils verloren zu gehen, weil dieser Betrieb eben abgewickelt werden soll. Yeah.